Hallo und herzlich willkommen zurück bei Silent Hill 2, den Director's Cut. Wir sind jetzt hier mit dem Fahrstuhl unten angekommen, irgendwo in der Tiefe, und schauen uns mal, was sich hinter dieser Tür hier befindet. Was ist das? Draht? Ja, kommen wieder irgendwelche Viecher hier? Guck mal her, Digga. Zwei sind. Und gleich mal tot gemacht. So. Noch mehr? Verdammtes Dreckspack. Gleich mal nachladen hier. So, neu laden. Wie viel haben wir noch? Ja, das sieht gut aus. 75 insgesamt. Noch mehr? Komm mal hier, komm mal hier. Komm. So. Okay. Dann schauen wir uns mal um hier. Na, lass mal Licht an, dass die Leute auch was sehen können. Dreh dich mal um. Ach, diese Einstellung mal. So, hier können wir nicht durch. Gespannter Draht versperrt mir den Weg. Okay. Schauen wir mal, was wir da noch machen können mit. Was ist hier? Das ist ein Gang. Ach du Scheiße. Mann, jetzt, wieso drehst du dich denn so? Diese blöde Kameraeinstellung, das regt mich richtig auf. Oh, wieder ein Labyrinth hier von Gängen. Scheiße. Nee, da gehe ich noch nicht runter, Freunde. Was ist hier hinten? Auch ein Gang runter? Auch ein Gang runter, okay. Schauen wir uns erstmal um. Wo ging's hier hin? Ins Nichts. Okay, dann müssen wir also doch irgendwo da runter. Nehmen wir einfach mal einen linken Weg. Schauen wir mal. Und welchen hier jetzt? Nehmen wir den hier. Gucken einfach mal. Ah, okay. The Pyramid Head! Nein! Oh Gott! Der Pyramid Head! Scheiß die Wand an. Ich will doch nicht jetzt den Pyramid Head haben. Dann rennen wir mal ganz schnell weg hier. Und gehen in dieses Zimmer rein. Was ist hier? Hier liegt irgendwas. Yeah! Ein großes Messer vom Pyramid Head. Ein Pyramid Head. Schwert oder Messer, was es auch immer war. Ah, was ist das hier? Ah, guck mal, was da hängt. Ist ja eine Folterecke hier, oder was? So, der Pyramid Head ist uns irgendwie auf den Fersen. Bin ich ja mal gespannt, ob wir ihn jetzt hier nochmal treffen. Sag ich mal ganz kurz. Okay. Dann gehe ich nochmal hier ein Stückchen rum, bevor ich hier die Leiter hochgehe. Ich hoffe das nicht, dass ich jetzt direkt auf ihn treffe. Wo bin ich jetzt? Okay, dann kann ich zurückgehen und gehe dann mal da die Treppe hoch, würde ich sagen. Gut, wir haben das Fleischermesser, könnten uns damit auch ausrüsten. Ich nenne es mal Fleischermesser. Okay, dann sind wir hier direkt gegenüber rausgekommen. Ich höre auch schon wieder das Horn. Gehen mal hier runter. Ach du Scheiße. Und bam! Da kommt er doch schon wieder immer. Dum, 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 dum. Nein, 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 nein! Okay. Gut, das war natürlich unclever mit dem Nachladen. Das hätte ich mal ein bisschen besser machen können. Aber egal, nichts passiert. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Was ist das?
Nein. Ich wollte natürlich den Kasten da mal angucken. Gut, hier ist irgendwas in der Mitte. Da kommen wir von der anderen Seite ran. So, und hier ist ein Raum. Der ziemlich komisch aussieht. So. Wir können das Ding hier drehen. So, so ist offen. So ist so nicht offen. Gucken wir mal, ob jetzt was passiert ist. Ne, jetzt dazu? Okay. Doof, dass man jetzt währenddessen nicht hingucken kann. Zu. Und nu? Zu. Hä? Jetzt aber, ist er bestimmt auf. Ja, und ist irgendwo ein Gang auf? Zu. So, kann doch sein, dass... Nee, die Voreinstellung war das nicht, da bin ich mir sicher. So. So ist wieder zu, ne? Ja, okay. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die perfekte Einstellung ist hier. Wieso ist denn jetzt wieder nicht auf? Ich verstehe das Prinzip nicht so. Was auf und hier können wir nirgends rein. Ich verstehe den nicht so richtig, ehrlich gesagt. Da gibt es bestimmt einen Sinn. Irgendwie. Nee. Ah, warte mal. Wahrscheinlich, wenn er so ist, ist jetzt auf. Dann ist aber so. Es müssten drei Seiten jetzt auf sein. Nee. Verstehe ich nicht. Wenn wir so machen, müssten drei Seiten. Nee, wir müssten genau. Ich verstehe den Sinn nicht. Haben wir jetzt was? Seid offen. Das habe ich nie kapiert. Das war mal Zufall, dass ich da irgendwas hingekriegt habe, meines Erachtens. Zu. Das kann jetzt ein bisschen dauern, Freunde. Das ganze Ding zu. Na, zu. Auf, jetzt was passiert hier. Zu. Nix. Nix. Och, Jungs, ey. Ah, ich hab Kopfschmerzen. Jetzt aber. Auch nicht. Ich verstehe es nicht. Erklär doch mal bitte jemand, wenn jemand weiß, wie dieses Rätsel funktioniert, wie, was wir hier machen müssen. So, jetzt haben wir. Jetzt muss irgendwas aufsehen, oder? Zu. 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 Ich raste aus, Alter. Ich sag euch zum Kotzen. Jetzt. Auch zu. Auch zu. Puh, ich hab echt keine Ahnung, Freunde. Guck jetzt hier einfach erstmal die Sachen durch. Immer wenn was offen ist. Thank you.
Einfach mal auf gut Glück hier was probieren. War da was auf gerade? Ich da es richtig gesehen? Ja. Tatsache. You're alive! Maria, I thought that thing killed you. Are you hurt bad? Not at all, silly. Maria? That thing, it stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator, and James, then... James, what are you James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria? I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. Okay. Stay right there. I'll be there soon. Tja. Diese Maria ist schon komisch. Nun weiß ich nicht, ob es irgendwelche anderen Räume noch gab, die ich besuchen konnte. Ich meine ja, dass ich hier links irgendwo rein konnte, oder? Ich brauche nämlich nur noch irgendwas durch den Draht durchzukommen. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Okay, da waren wir schon. Nee. Dann können wir mal logisch vorgehen? Stutzierend logisch. Wir müssen... Hier ist einer. Der ist aber zu. Da ist einer, da ist einer. Kommen wir nicht mehr rein in die anderen. Wenn ich mir recht entsinne. Puh. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist das jetzt zu oder ist das da einfach nur... Ich bin jetzt gerade verwirrt. Ich gehe jetzt mal zurück. Aha. Da ist die Drahtschere. Na gut, dann können wir doch zurückgehen. Ich dachte, wir müssten jetzt noch irgendwelche Raumrätsel weiter lösen. Tritt ruf! Oh, so ein Idiot, ey. Piss dich, du Scheißvieh. Ab da, Stinker. Ich lass den jetzt mal da liegen. Verschwende keine Moon. Haben wir her, ne? Nee, scheiße. Wow. Weg, 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 weg. Haben wir hierher. Nee.
Und hier ist das Ding. Jawohl. Dann benutzt doch mal die Drahtschere. Ich würde mal. Wenn. So, durch hier und rein da.